Ja, hallo und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play OMSI 2, dem Omnibus Simulator mit mir, dem Tobi. Und ich darf euch recht herzlich begrüßen auf der neu erschienenen Map Oberbuchholz. Hä, neu erschienene Map? Spinnt er jetzt? Ihr habt richtig gehört, es ist eine neu erschienene Map und es ist nämlich die Map Oberbuchholz V2. Und es gibt ganz, ganz viele tolle neue Sachen und was es da alles gibt, das werde ich euch jetzt im Laufe dieser dieser kleinen Let's Play-Serie hier erzählen. Wir machen das Let's Play wieder in zwei Teilen. Der erste Teil geht auch wieder so circa 10-12 Minuten und der zweite Teil ebenfalls nochmal. Eine Neuerung seht ihr schon, wir fahren in einem Gelenkbus und wir fahren gleich eine neue Linie, nämlich die Linie 26 nach Emsbach-Dorf-Mitte von der neuen Haltestelle Regionalbahnhof Oberbuchholz Nord. Die gibt es noch nicht. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, die Seite kennt ihr schon. Diese Seite hier ist allerdings neu dazugekommen, die kennt ihr noch nicht. Und ich würde sagen, wir lassen uns auch nicht mehr so sehr viel Zeit und starten auch gleich mal los. Und wenn du denkst, dass du hier einsteigen darfst, hast du dich geschnitten. Ja. So. Obwohl, können wir ihm ja hinten noch aufmachen. Vielleicht will er hinten rein. Ne, will er, ne? Na gut. Das ist ja ganz schön kalt hier drin. Ja, okay, alles klar. Ich heiz ja schon. Ja, um gleich mal anzufangen, was es alles Neues auf dieser Linie gibt. Es gibt die neue Linie 26, die verkehrt hier vom Regionalverkehr in Oberbuchholz nach Emsbach-Dorfmitte. Ach, ich bin blöd. Nach Emsbach-Dorfmitte die Fahrzeit so ungefähr 20 Minuten. Das heißt, wir werden jetzt auch die Linie mal komplett abfahren. Es gibt ein neues Schulbussystem, das die Schulen in der Region miteinander verbindet. Die darf man dann auch hier drauf fahren. Es gibt ein neues Umlaufsystem, das kann ich allerdings nicht so sehr gut erklären, deswegen lasse ich das vorsichtshalber. Das könnt ihr euch selber mal durchlesen, falls ihr euch die Map runterladet. Da steht drin, was es alles Neues gibt. Es gibt neue Betriebsfahrten, also die man auch selber ausführen muss. Es gibt neue Einrücker und so weiter und so fort. Dann wurden die Repaints bearbeitet, das weiß ich noch nicht genau, das werden wir mal noch sehen, inwieweit die wirklich dann bearbeitet wurden. Jetzt fahren hier gerade die beiden Regionalbahnen los, das ist sehr schön. Gut, und wir dürfen auch. Ja, natürlich neu sind die beiden Abfahrtspunkte, Hauptbahnhof Nord und Hauptbahnhof Süd. Wir fahren gerade ab von Hauptbahnhof Nord, also Regionalbahnhof Nord. Hauptbahnhof ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. So. So, 30. Es gibt leider keine Haltestellenansagen mehr. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich fand die Haltestellenansagen von Oberbuchholz von der ersten Version sehr schön. Hallo. Hallo, guten Tag. Einmal Kurzstrecke, bitte. Und da finde ich es dann etwas schade, dass es die nicht mehr gibt. So, 2 Mark hat er mir jetzt gegeben. Kurzstrecke 1,70. 30. Danke. Bitteschön. So, dann fahren wir jetzt hier weiter geradeaus. Als erstes folgen wir jetzt dem Kurs der Linie 24 zur Dorfaue, um dann weiter der neuen Linie
dem neuen Kurs 26 nach Emsbach zu folgen, weil hier jetzt diese kleinen Sachen, sag ich jetzt mal, dürftet ihr hier schon kennen. So, Thälmannstraße, will niemand mit. Also hier dieses Gebiet, das kennt ihr schon aus vorherigen Let's Plays, würde ich jetzt mal behaupten. So. Also ich bin hier noch, ich bin bis jetzt einmal kurz die Map ange... Also ich bin nicht auf die Map angefahren. Ich bin einmal ein kleines Stückchen gefahren, um zu gucken, ob alles funktioniert. Und ich muss sagen, es gefällt mir schon sehr gut. Ja. Wie gesagt, die Haltestellenansagen finde ich ein bisschen schade, dass es die nicht mehr gibt. Aber das werde ich mal noch austesten, ob es die in allen Bussen nicht mehr gibt oder nur noch... Hallo, guten Tag. Eine Fahrkarte, bitte. Oder ob es die in den Facelifts noch nicht gibt. So, 2:30 zurück. Dankeschön. So, Kollege. Ja, also wie ich schon sagte, diesen Streckenverlauf hier, den Teilabschnitt der Linie 26, den dürftet ihr schon kennen. Den sind wir meines Wissens nach sogar schon gefahren. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Hallo. So, dann warten wir jetzt mal noch ganz, ganz kurz. Na, obwohl. Ja, also, um ganz kurz schon mal mein Feedback hier reinzugeben. Ich finde es eine sehr, sehr gelungene Map. Vor allen Dingen die Erweiterung gefällt mir sehr gut, da ich eben so schon ein kleines bisschen Überland-Freak bin. Mir gefällt das sehr gut, dieses Konzept halt von Dorf zu Dorf. Dass man aber trotzdem so einen kleinen städtischen Charakter mit drin hat. Also es gefällt mir sehr gut. Vor allen Dingen jetzt hier mit dieser Linie, wo man auch mal den Gelenkbus einsetzen kann, weil dann doch zu den frequentierten Zeiten ein bisschen mehr am Bus los ist. Ja, das ist schon ein großer Pluspunkt. Das muss ich wirklich sagen. Ach, der will gar nicht mit uns mit hier. Vielleicht können wir mal ein bisschen Licht anmachen. Ah, spitze. So, mein Guter, ich fahre als erstes, wenn es recht ist. So. Ja, also der komplette erste Teil dürfte jetzt bekannt sein, den wir fahren. Also ich sag das schon jetzt immer wieder. Guten Tag. Eine Fahrkarte bitte. Nicht, dass ihr dann denkt, ich verarsche euch hier. Dankeschön. Das ist aber halt einfach so dieser Linienverlauf. Einmal normal, bitte. Einmal normal. Mensch, Marc. Und 37, bitteschön. Hier sind wir auch schon wieder ein kleines bisschen zu früh. Ist aber auch nicht so schlimm. So, guten Tag. Hallo. Ich werde euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung ich werde euch auf jeden Fall
in die Videobeschreibung die Links zur Map und zum Bus natürlich packen. Und natürlich zum Hauptspiel, wie immer. Omni Navigation funktioniert laut meines Wissens für die Map hier noch nicht. Man kann das natürlich dann im Editor einstellen, dass man auch für diese Map hier Omni Navigation benutzen kann. Diese Angabe ist allerdings ohne Gewähr, weil ich habe es gleich gar nicht mit Omni Navigation versucht, weil das bei der letzten Map Oberbuchholz auch nicht ging. Deswegen werde ich da vorsichtig sein. Also ich habe es jetzt auf jeden Fall ohne Omni Navigation erstmal hier versucht. Und ich denke, dass... Oh, na komm, fahr. Und ich denke, das ging auch. Ja, was ist jetzt dein Problem hier? Ja, da steht ein Gelenkteil. Ich weiß, ich muss, kann es nur gerade leider nicht ändern. Och, komm, fahr. So. Oh, mein Gott. Ja, okay. War jetzt hier nicht gerade eine Glanzleistung, aber auch halb so wild. Hallo. Hallo, guten Tag. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte, ja. Dankeschön. Bitteschön. So, hier wird es jetzt etwas eng. Muss man die Zunge mal gerade in den Mund nehmen, dann schafft man das auch. Okay, wir sind angekommen beim ersten Teil und es geht dann gleich weiter mit dem zweiten Teil. Schaltet dann wieder ein, dann fahren wir die Linie weiter. Bis dahin, macht's gut!